Nun zum dritten Teil meines Themas. Was sagt die heutige Empirie zu dieser Frage? Was sagt sie zu dem Kantschen Dilemma und was sagt sie zu dem Streit zwischen Plato und Demokrit? Ich möchte da zunächst über ein grundlegendes Experiment sprechen, das jetzt tausendfach oder millionenfach wiederholt worden ist und das sozusagen die Physiker seit 10 oder mehr Jahren beschäftigt. Noch einmal kurz die Vorgeschichte. Es sah lange Zeit ganz so aus, wie wir es uns nach den Vorstellungen Demokrits gedacht haben. Die Chemie hat gelehrt, dass wir die chemischen Verbindungen verstehen können, indem wir sie auf die chemischen Elemente zurückführen. Die chemischen Elemente bestanden nach Ansicht der Chemiker aus einfachen Atomen. Die Chemiker glaubten lange Zeit nicht, dass man die Atome weiter teilen könnte. Dann haben die Physiker herausgefunden, dass die Atome selbst wieder komplizierte zusammengesetzte Gebilde sind. Sie kennen die Bohrsche These oder Bohr-Rutherfordsche These, dass das Atom ein Atommodell sei, ein Planetenmodell sei, einem Planetensystem nachgebildet sei, in dessen Zentrum der Atomkern steht und bei dem die Elektronen die Rolle der Planeten übernehmen. Die Zerlegung des chemischen Atoms in Atomkern und Elektronen ist schon mit einfachen Entladungsvorgängen möglich. Dann hat man schon bald, also Anfang dieses Jahrhunderts, herausgefunden, dass auch der Atomkern nicht einfach, sondern zusammengesetzt ist. Und es ist schon von 1919 ab gelungen, Atomkerne in kleinere Einheiten zu zerlegen. Im ganzen Umfang hat diese Kernphysik angefangen, etwa im Jahr 1932. Man hat dann gelernt, dass der Atomkern aus Protonen und Neutronen besteht. Und man hat längere Zeit diese Teilchen, Protonen, Neutronen, Elektronen, nun als die Grundbausteine der Materie betrachtet. Dieses scheinbar einfache Bild hat sich aber dann auch schnell wieder kompliziert. Man hat neue, kurzlebige Elementarteilchen entdeckt, die Mu-Mesonen, die Pionen. Und heute kennen wir ein ganzes Spektrum von Elementarteilchen, wohl über 100, mit verschiedenen Eigenschaften. Der entscheidende Punkt war aber eigentlich nicht dies, dass man jetzt so viele Elementarteilchen kennt, sondern das Entscheidende war Folgendes. Man wollte ja wissen, was geschieht, wenn man die Materie immer weiter teilt. Man musste also untersuchen, was geschieht denn, wenn ich versuche, auch die Protonen und die Neutronen weiterzuteilen, die doch nun scheinbar die allerkleinsten Einheiten sind. Daher hat man immer größere Maschinen gebaut. Es gibt ja keine andere Methode, experimentell das Problem zu behandeln, als Elementarteilchen mit ungeheuer hoher Energie aufeinander zu schießen. Es gibt ja trivialerweise keine Messer oder Maschinen, mit denen man sonst zerschneiden könnte. Also mussten immer größere Beschleuniger gebaut werden. Der erste Beschleuniger dieser Art, der sozusagen in der Lage gewesen wäre, auch Protonen zu zerlegen, war der in Berkeley in den 50er Jahren. Dann kamen die großen Maschinen in Genf, in Brookhaven, in Dubna. Und neuerdings haben Sie vielleicht in der Zeitung gelesen, dass gerade vor wenigen Wochen eine große Beschleunigungsmaschine in Russland, in Serpuchow, in Betrieb gesetzt worden ist, die nun die Protonen auf die sehr hohe Energie von 70 GeV beschleunigt. Das heißt, ihnen eine Energie gibt, die sie, wie sie sie hätten, wenn sie eine Spannung von 70 Milliarden Volt durchlaufen hätten. Also mit diesen Maschinen musste man nun versuchen, ob man die Elementarteilchen zerlegen kann. Und da stellte sich nun, wie es immer wieder in der Naturwissenschaft geht, heraus, dass die Dinge eben anders gehen, als man sich vorher denkt und dass man zu ganz überraschenden neuen Vorstellungen kommt. Wenn man zwei solche Elementarteilchen mit hoher Energie aufeinander schießt, dann können in der Tat oft viele Trümmer aus diesem Zerstörungsprozess entweichen. Und es sieht so aus, als hätte man nun dieses Elementarteilchen in kleinere zerlegt. Dies aber ist falsch, denn es stellt sich heraus, dass die dabei entstehenden Elementarteilchen um nichts kleiner sind als die Teilchen, die man zusammengeschossen hat. In anderen Worten, was dort passiert, ist eigentlich gar nicht eine Zerlegung in kleinere Teile,
sondern eine Erzeugung von Materie aus Energie. Die große kinetische Energie der zusammenstoßenden Elementarteilchen wird in Materie verwandelt, indem neue Elementarteilchen erzeugt werden. Sie sehen also, der Begriff der fundamentalen Teilchen entzieht sich in irgendeiner Weise unserem Blick. Wir können zwar sagen, die Elementarteilchen, die wir jetzt kennen, sind insofern elementar, als es keine kleineren gibt, aber wenn ich sie zusammenschieße, dann entstehen schon viele neue Teile. Die neuen Teile sind aber auch nicht kleiner, sie gehören zur selben Gruppe der Elementarteilchen. Man kann sagen, alle Elementarteilchen sind sozusagen aus derselben Substanz gemacht und man mag diese Substanz nun Energie oder Materie nennen, oder man kann auch sagen, die Energie wird zur Materie, indem sie sich in die Form des Elementarteilchens begibt. Die Physiker gebrauchen, um sich an diese neue und unerwartete Situation zu gewöhnen, oft die paradoxe Formulierung, jedes Elementarteilchen besteht aus allen anderen Elementarteilchen. Das ist in dieser Form natürlich ein sinnloser Satz, aber er gibt die paradoxe Situation gut wieder. Er zeigt, wenn wir irgendwelche zwei Elementarteilchen miteinander zusammenstoßen lassen, dann entstehen wieder Elementarteilchen aus derselben Reihe, die wir nun schon kennen, aber keineswegs irgendwelche kleineren, fundamentaleren Teilchen. Wir glauben also, aus diesen Experimenten schließen zu müssen, dass in der Tat die Elementarteilchen, die wir jetzt in großer Zahl kennen, also nicht nur Protonen, Neutronen, Elektronen, sondern auch Mümesonen, Pimesonen, Kamesonen und wie sie alle heißen, Baryonen, dass alle diese Elementarteilchen in gleicher Weise fundamental oder nicht fundamental sind. Dass es keine kleineren, fundamentaleren Einheiten gibt, sondern dass es eben Grundformen der Materie sind, die sich bildet, wenn genügend Energie zur Verfügung steht, um sie zu bilden. Natürlich ist eine solche Verschiebung der Begriffe wieder außerordentlich schwierig, wenn man sie ganz vollziehen will. Und daher hat sich diese Vorstellung von Wesen der Elementarteilchen noch keineswegs bei allen Physikern durchgesetzt. Man wird also wahrscheinlich auch wieder mit dem neuen Beschleuniger in Serpukhov nach noch fundamentaleren Teilchen suchen wollen. Es gibt zum Beispiel die These eines amerikanischen Physikers, dass es gewisse neue und von der gehofft hat, sie seien dann noch fundamentaler, als sie existieren. Ich selber muss gestehen, dass ich daran nicht glaube. Ich glaube nicht, dass es irgendwelche noch fundamentaleren Teilchen als die jetzt schon bekannten Elementarteilchen gibt, sondern dass eben der Begriff des elementaren Teilchens, der Begriff der kleinsten fundamentalen Einheit, dass der in der Form fallen gelassen werden muss, in der er früher gegolten hatte. Also ich glaube, diese jetzt bekannten Elementarteilchen, ich will über Einzelheiten natürlich nicht hier sprechen, sind wirklich die letzten fundamentalen Bausteine der Materie. Wir sind hier an das Ende des Teilens gekommen. Wir weichen also ab von dem, was Kant geglaubt hat, dass man dann doch immer sich denken könnte, dass man weiterteilen kann. Sondern wir fragen lieber gleich, wenn wir das nun akzeptieren, wenn wir hier das Urteil der bisherigen Experimente für endgültig halten, was folgt dann über den alten Streit zwischen Demokrit und Plato? Ich betone wieder, ob diese Urteile schon endgültig sind, das kann nur zukünftiges Experimentieren entscheiden und wir dürfen uns freuen, dass in allen Teilen der Welt große Beschleuniger am Werke sind, solche Fragen zu beantworten. Nun, wenn wir jetzt Elementarteilchen nennen, auch schon die letzten fundamentalen Einheiten der Materie sind, wodurch charakterisiert man diese Teilchen? Was sind das für Gebilde? Nun, da muss man zunächst darauf hinweisen, dass wir in der mathematischen Beschreibung unserer Experimente ja schon seit der Quantentheorie genötigt sind, die mathematische Beschreibung eigentlich nicht auf das Faktische, sondern auf das Mögliche zu beziehen. Das heißt,
Etwa die mathematischen Gebilde, mit denen wir in der Theorie der Atomhülle, in der Quantentheorie operieren, das sind Größen, die wir als Wahrscheinlichkeitsfunktionen, als Wahrscheinlichkeitsamplituden bezeichnen und die uns eine Aussage darüber geben, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein bestimmter Prozess eintreten wird oder nicht eintreten wird. Und wenn man diese Gedankenlinie fortsetzt in die Physik der Elementarteilchen hinein, wenn man sich ferner daran erinnert, dass wir die Elementarteilchen ja durch ihre Quantenzahlen charakterisieren, so kommt man zu dem Schluss, dass diese Elementarteilchen wieder in enger Analogie stehen zu den sogenannten stationären Zuständen der Quantentheorie, die wir also aus der ja seit 30 bis 40 Jahren abgeschlossenen Quantenmechanik nun kennen. Und diese stationären Zustände sind charakterisiert durch ihre Symmetrie. Die Physiker haben vom Mathematiker gelernt, dass die Erhaltungssätze der früheren Physik alle auf gewisse Symmetrieeigenschaften der Naturgesetze zielen. Das heißt, immer dann, wenn das grundlegende Naturgesetz invariant ist gegenüber gewissen mathematischen Transformationen, berühmtestes Beispiel die Lorentzgruppe, immer dann gelten Erhaltungssätze und diese Transformationen können nun mathematisch dargestellt werden und die stationären Zustände sind gewissermaßen Darstellungen dieser Symmetrieeigenschaften. Nun, bei der Physik der Elementarteilchen hat sich in genau analoger Weise herausgestellt, dass auch die Elementarteilchen durch Quantenzahlen charakterisiert werden können, die sich auf etwas kompliziertere Symmetrien beziehen als die der Atomhülle. Es handelt sich hier vor allem um die berühmte Lorentzgruppe der speziellen Relativitätstheorie, Lorentz- oder Poincaré-Gruppe, stammt von beiden. Es handelt sich ferner um die sogenannte Isospin-Gruppe. Es handelt sich um einige weitere Symmetrien, die ich hier gar nicht aufzählen will, weil das ja Sache des Spezialisten, des Mathematikers ist. In allen Fällen aber bedeutet die Behauptung, etwa dies und dies Elementarteilchen hat die und jene Quantenzahl, bedeutet eine Aussage über die Symmetrie. Und damit scheint es mir nun, dass doch die Entscheidung zwischen Plato und Demokrit hier zugunsten von Plato gefallen ist. Denn Plato wollte ja gerade die letzten Bausteine der Materie als mathematische Gebilde verstanden wissen, die charakterisiert sind durch ihre Symmetrieeigenschaften. Und eben das ist ja das Charakteristische der stationären Zustände der Quantentheorie und insbesondere auch der Elementarteilchen in der heutigen Elementarteilchenphysik. Zwar sind unsere heutigen Symmetrien allerdings sehr viel komplizierter als die, an welche Plato gedacht hatte, aber der Grundgedanke bleibt richtig, dass eben die Symmetrieeigenschaft, also eine mathematische Operation, eigentlich diesem Gegenstand Elementarteilchen erst seine charakteristischen Eigenschaften definiert. Und das Elementarteilchen ist auch nicht selbst etwas Faktisches in dem Sinn der klassischen Physik, sondern es ist eine Möglichkeit und das Faktische sind hinterher etwa die Wassertröpfchen in einer Nebelkammer oder die Blasen in einer Blasenkammer, die wir direkt beobachten. Nun möchte ich am Schluss noch einmal kurz zurückkommen über die Frage, kann man philosophische Probleme empirisch entscheiden? In einem gewissen Sinne scheint die heutige Physik so anspruchsvoll zu sein. Die heutige Physik hat behauptet, dass das Kausalgesetz, von dem Kant gesprochen hat, dass das eben nicht gelte, jedenfalls nicht in der Form, wie Kant es geglaubt hat. Und die heutige Physik behauptet auch, dass sie etwa in der Frage nach den kleinsten Teilen gegen die Kantsche Möglichkeit entscheiden kann, dass Materie immer weiter teilbar sei und dass sie insbesondere in dem Streit zwischen Demokrit und Plato sich nun für Plato entscheiden müsse. Nun, woher nimmt eine empirische Wissenschaft diesen Grad von Sicherheit?
Und wie kann es überhaupt sein, dass die scheinbar zwingenden Beweise, die Kant in seiner Antinomienlehre eingeführt hat, dass die scheinbar durch die moderne Physik einfach, wenn man so sagen darf, außer Acht gelassen oder überrollt werden? Ich glaube, man kann den Punkt, an dem das geschieht, sehr genau bezeichnen. Kant hat gefragt, was sind die Formen unseres Denkens, die uns überhaupt die Naturwissenschaft erst ermöglichen. Er hat mit Recht festgestellt, dass wir die Begriffe von Raum und Zeit schon voraussetzen, wenn wir über die Dinge, über die Beobachtung reden. Er hat ferner mit Recht festgestellt, dass wir das Kausalgesetz schon voraussetzen, wenn wir Beobachtungen machen, weil wir den kausalen Nexus zwischen Phänomen und beobachten Menschen voraussetzen. Trotzdem, und ja, und aufgrund dieser richtigen Kenntnis unseres Denkapparats hat er dann diese Voraussetzung absolut gesetzt und er hat nicht in Betracht gezogen, was wirklich dann passiert ist, dass nämlich die Struktur unseres Denkens sich ändern kann. Dass also aufgrund der Empirie sich nicht nur der Inhalt unseres Denkens ändert, sondern auch die Struktur des Denkens. Kant hat immer in Betracht gezogen, dass sich der Inhalt des Denkens ändert, aber nicht in Betracht gezogen, dass sich die Struktur des Denkens ändert. Und in der Tat ist ja diese Änderung in der Struktur des Denkens, wie ich schon vorhin sagte, ein außerordentlich schwieriger, ich möchte sagen beinahe schmerzlicher Prozess, der durchaus begreiflich macht, dass immer dann, wenn die empirische Wissenschaft Änderungen in der Struktur des Denkens erzwingt, dass sich dann große Kämpfe abspielen, die auch häufig den Gelehrten das Leben schwer machen. Nun, was kann man aus dem allen lernen? Dass man aus diesem ganzen Werdegang, den ich nun selbst in der Atomphysik in meinem Leben überschaut habe, dass man Folgendes lernen kann. Man sieht, dass es auch für den Fortschritt der Wissenschaft am fruchtbarsten ist, sich innerlich nie ganz auf bestimmte philosophische Grundlinien festzulegen, bei allem Respekt vor der geistigen Kraft dieser historischen Grundlinien, sondern dass man auch hier eben die philosophischen Grundvoraussetzungen stets in der Schwebe halten muss, in der Hoffnung, dass man auch in der Zukunft immer wieder aus ihnen lernen kann.